So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mind Test, wo wir einen genialen Plan in die Tat umsetzen werden. Dazu müssen wir aber erstmal ein bisschen Sachen machen. Zum Beispiel, ich komme hier weg hier oben. Ich komme natürlich nicht rauf. Fick die Henne. So, hier kann man rauf. Danke. Wow, das Klavier gerade, Alter. Er dröhnt in den Ohren wie Bombenalarm. Alarm. Alarm. So, her damit. Okay, let's go, 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 go. Ah, wir haben da hinten noch diesen kleinen Dings. Müssen wir noch abbauen. Nicht, dass der uns dann später verwundert. Weil das Problem bei diesen Kackstiften ist halt, bei diesen Dingern, wenn wir davon nur manche abbauen und dann manche stehen lassen und dann später irgendwann irgendwo vorbeilaufen, wo dann noch einer steht, und wir dann denken, ah, guck mal, die können wir folgen, der zeigt zum nächsten, und dann ist aber da kein nächster. Dann würde das bedeuten, dass wir unendlich lange in eine völlig falsche Richtung laufen. Und das nicht cool. So, der jetzt... Hier muss weg. So, und dann war da hinten irgendwo noch einer. Hallo? Schon nochmal. Oder haben wir den da bereits abgebaut? Irgendwo da muss noch einer sein. Tschüss, du wunderschöne Welt. So, endlich können wir uns dann... Ah ja, nee, kann man nicht. So, genau, da oben ist sie da. Ist der Stift. Oh, guck mal, da hinten ist ein Hexenhaus. Leider gibt es da nichts Brauchbares. Da ist nicht mal eine Kiste, da ist einfach nur ein, na hier, dieses schwarze Ding, was wir bei uns auch schon im Haus haben, wo man Wasser reinpacken kann. So eine Art übergroßer Kopftoch, Kochtopf. Also ein Hexentopf, ne? Kennt man ja. Und ansonsten ist da halt noch eine Werkbank, glaube ich, drin und das war's dann auch schon. Also irgendwelche super geheim versteckten Items oder so. Eigentlich nicht. Oder bisher waren die immer so gut versteckt, dass ich sie bisher nicht gefunden habe. Ansonsten ist es halt bloß eine gute Quelle für Holz, aber ganz ehrlich. So. Schöner Sonnenuntergang. Das ist geil. Und er ist weg. Na komm. Ah, sehr gut. So. Das war gerade eigentlich so gar nicht geplant, dass es so gut funktioniert, aber wow. Okay, den Trick muss ich mir merken. Cool. Kann zwar sein, dass ich jetzt hier Anzeigefehler habe. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, genau, jetzt stehe ich nämlich im Boot. Statt im Boot zu sitzen. Normalerweise... Bup. Genau, sitzen wir nämlich im Boot. Das habe ich jetzt so durch diesen Schlafen-Glitch natürlich verhindert. So. Hey, let's play third person hier. Like a real gangster. Yeah, GTA-Style, Bitch. So, wir laufen jetzt den gesamten Weg zurück. Oder schwimmen alternativ. Weil wir kamen ja bereits an einem anderen so ein Ding vorbei. Hey, hallo. Und in dem müsste aber noch jetzt noch drin sein. Von daher, let's go. Alter, das hat Person bei dem Spiel ist irgendwie total behindert.
Weil man halt, weil der Kopf halt wirklich mitten in der Kamera ist. Ne, bei jedem normalen Spielen, like GTA zum Beispiel, ist ja die Person unter dem Fadenkreuz und nicht im Fadenkreuz. Dadurch sieht man es selber halt überhaupt nicht, wo der Fadenkreuz hin zeigt. Was halt schon ein bisschen dumm ist. Klar, ist natürlich programmiertechnisch super einfach. Aber ja, das heißt natürlich nicht, dass es gut ist. So, hier hinten hatten wir ja kein Holz hingesetzt hinter dem. Oder hatten wir hinter dem Berg ein Holz hingesetzt? Wir gucken mal sicher selber. Und ganz ehrlich, ich mach mal hier. So. Third Person ist halt einfach kacke. So, wir laufen einfach mal genau den Weg, den wir jetzt hier gekommen sind. Für den Fall, dass wir doch irgendwie ein Holzstück hingesetzt hatten. Glaube nicht. Das nächste Holzstück ist erst da hinter dem Berg irgendwo. Hey, jetzt los mal. Perfekt, den Hintern. Na genau, jetzt nirgendwo einer. So, oh. Gleich müssen wir auf den nächsten Kackstift kommen. Bisschen weiß ich, ist ja Holz. So. Genau da hinten. Da war er. Ich weiß gerade nur nicht, ob wir da hinten auch einen hingesetzt hatten, weil wir sind ja erst in die Richtung gelaufen und dann, ne? Jetzt weiß ich nicht, glaube, haben wir da hinten keinen hingesetzt. Oder ich sehe da sogar gerade schon einen. Naja. Hä? Spinnet oder sind da hinten haufenweise Goldblöcke? Ja, das sind 5 Holzblöcke. Digga, was ist denn da los? Wow. Kann man mal jemand sagen, warum nur so viel Gold ist? Ist ja hier Goldgeberstimmung. Ich meine, wie gesagt, mit Gold können wir zwar eigentlich noch nicht viel anfangen, aber wenn es hier so viel schon wieder willig rumfliegt, dann mir was aber auch. Ach ja, wir sind ja die sind voll. Gut, das heißt, wir müssen mal. Scheiß die Wasser an. Gut, ganz ehrlich, komm, wir machen das Ding mal hier hin. So. Kann ich jetzt auch die hier aufsammeln? Nee, kann ich nicht. Muss ich erstmal das Ding hier wegmachen. Geht doch. So. Oh, scheiße. Gut, auf die 4 geschissen, ganz ehrlich. Fick dich. Ey, ich sagte, auf die 4 geschissen. Andererseits bekommen wir vielleicht noch haufenweise. Ich mach mal lieber andersrum. Ich mach mal lieber hier raus neue. Batman. Na gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. So. Dann schmeißen wir lieber die 5 jetzt hier weg. Hat ja gut funktioniert. So, weil da können wir nämlich später noch weitere Goldblöcke abbauen. Und, ne? Das macht dann so tatsächlich mehr Sinn. Danke. Und, ne, runterfahren will ich jetzt ja eigentlich nicht. Wir bauen uns mal hier lieber wieder runter. Wir haben zwar federleichtes Runterfallen, aber
Ich überlege gerade, war bei dem Ding unten noch Redstone in den Kisten? Kann es sogar sein, ne? Wir gucken einfach mal nach. So. Nö. 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 Ah, super. Jetzt haben wir alles fallen gelassen, ne? Einfach nach links und rechts, ne? Alter, warum ist unser Kack-Inventar so voll? Komm her. Hey, halt nicht, du. Oh mein Gott. Wo ist der Ausgang? Da. So, jetzt habe ich natürlich das Ding aufgebaut, ohne vorher zu gucken, welche Richtung das Ding geschienen hat. Aber es war ja, glaube ich, die Richtung da hinten. Ach ja. Ich sehe nur leider keinen Kackstift. Okay, dann müssen wir korrigieren. Dann war es nämlich doch in die Richtung. Gut. Deswegen wäre es natürlich günstiger, so eine Markierungsstifte erst dann abzubauen, wenn man geguckt hat, in welche Richtung die gehen. Ha! Im Vergleich zu dem Sand ist dieser Rasen so schön leise, ey. Das ist ja. Genau da hinten, da ist zwar das zweite Ding. Sehr geil. Das heißt, da sollte jetzt dann auch Redstone drin sein. Schnauze. Klappe. So, gucken wir mal, ob wir da Redstone finden. Hier ist, by the way, dieser Stift. Achso, halt. Hier war es ja noch auf der Seite. So, hier haben wir keins, aber wir haben hier noch Redstone. Sehr geil, da kommst du mal her. Ach ja, ich bin ja dezent voll. So, folgendes. Ja, jetzt können wir nämlich hier raus. Wir brauchen 4 Stück. So, eigentlich können wir daraus gleich. Sonst haben wir keine Eisenbarren, ne? Genau. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach nur die 4, die wir brauchen, packen den zurück. Und jetzt so und so. Und voila! We have a fucking compass! Oh yeah! Let's baby! Das Schaf gerade, Alter! geil! Immer noch blöd, dass er jedes Mal, wenn man sich bewegt, er ne, hier die Hand immer zurückfährt. Okay, aber gut. So. Ich meine, wenn wir Glück haben, wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir unser Haus sogar bei der Koordinate 00 gebaut oder zumindest so weit in der Nähe, dass man unser Haus aus der Koordinate 00 heraus sieht. Aber glaube ich, sind wir damals ein Stück gelaufen, bevor wir unser Haus gebaut haben, ne? Das heißt, ganz so nah dürfte es nicht sein.
So, mal mein Kompass weg, der macht mich nur irre. So, hier einmal. Nicht schon wieder das Bett da hinbauen. Da. Kompass brauchen wir jetzt erstmal eh nicht. Oh, guck mal, wie viel Kohle da ist. Alter, da ist ja richtig Kohle. Leider kommen wir da oben so super schlecht rein, müssen wir uns erstmal hochbauen. Andererseits, wir haben jetzt hier schon... ich lasse das mal aus und komm ganz ehrlich. Ich meine, das war schade drum irgendwo, aber da habe ich jetzt gerade echt keinen Nerv für. Von daher. Sorry. So, da oben ist der nächste. Das heißt, da müssen wir irgendwie raufkommen. Ach, da hinten. Also jetzt mal wieder runter hier. Fuck. Ruf hier. Oh mein Gott, das ist ja hier ein absoluter Dreck. Was ist denn hier passiert? Man kommt da gar nicht den Berg rauf. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Holy moly. Da gehen wir mal lieber dran vorbei. Hey, ich fick deine Oma. Das fand ich bei dem alten Mindset relativ cool, dass man da mit der, wenn man die Crouch-Taste gedrückt hält, auch so Vorhänge hochklettern konnte, die so zwei Blöcke hoch waren. Da hatte man bei Bergen nicht so viele Probleme. So, der nächste, genau, dann ist so schon direkt der nächste. So nah beieinander. So, Bauchklatscher. Geronimo! Platsch. So, na dann. Oh, und let's go. Hallo? Ey, runter mit dir. Let's go. Wo war der jetzt? Ich sehe ihn von hier aus gar nicht mehr. Da. Relativ wenig Kontrast leider. Komm, fahr. Alter, ernsthaft jetzt? Wäre ich damit laufen doch schneller gewesen. So. Dass man immer eine Waffe brauchen muss, das Ding aufzunehmen. Oh, unsere Axt ist mittlerweile auch ganz gut damaged. Das Problem ist nur, wir haben gar nicht genug mit Eisen für eine weitere Axt, ne? Wir müssen also erstmal welches einschmelzen. Na gut, müssen wir die restlichen Behandverklopfungen abbauen. Ist ja zum Glück nicht so viel Holz, was wir da hier jetzt mal abbauen. Oh, die Sonne neigt sich im Hintergrund, dann der ist der nächste. Was ist für ein Hintergrund? Also hier, dem Horizont meine ich doch. Ja, genau. Das Schöne ist natürlich, wenn wir jetzt nachts laufen würden, ne, dass man die Fackeln jeweils sieht. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Vielleicht. Oh. Ich glaube, bei OBS stockert die Vorschau schon wieder as fuck. Was ist los mit OBS? Wenn es in der Aufnahme genauso stockert, dann klatscht es aber hier mal kurz. Einmal links, zweimal rechts und dreimal in der Mitte. Bis der Bildschirm blutet. So, ich sehe hier sonst erstmal keine Fackel. Ich glaube, war der nächste war auch erst hinter dem Berg, ne? So, müssen wir natürlich aufpassen, wegen Spinnen und so, die greifen uns nämlich jetzt auch an, weil es dunkel und so.
Kommen wir überhaupt hoch? Ah, nee. Dann einmal gemütlich dran vorbeilaufen. Wir sollen vielleicht mal doch erstmal Pen packen hier. Ganz schön dunkel. Da. Nein. Höhe. Kommen wir da hoch? Ah, sieht nicht so aus, ne. Hey, wo ist denn das Bett? Wait. Ach so, wieso? Hey, wieso? Ach ja, weil ja unsere Axt kaputt gegangen ist. Deswegen ist da ein Slot frei geworden. Lol. So, hier müssten wir eigentlich schön am Berg vorbeilaufen. Der Berg ist so scheiß unbegehbar. Wir müssen den Berg komplett umrunden. Was ein Dreck. Oh, yeah, das wird ein Spaß, Alter. So, da kommen wir rüber zum Glück. Tja, leider ist die Erde von in Minecraft leider nicht so rund wie die echte Welt. Erde. Also könnte man einfach immer rückwärts laufen, würde man auch am Ziel ankommen irgendwann. So. Tada. So, von hier aus müssen wir jetzt Alter, was ist mit diesen Hunden los? Von hier aus müssen wir jetzt eigentlich da das Ding sehen können. Hier ist ja noch ein Berghügel, ey. Warum verspenden die ganzen Berge immer die Sicht? Da ist er. So. Haben wir hier irgendwo noch einen platziert? Nee, ne? Ja, hoffentlich nicht. Ich kann mich zumindest auch nicht dran erinnern. Von daher. Let's go. So. Weißt du was? Wir machen mal die Axt wieder, das Bett wieder nach da und packen mal da die Axt hin. Bin mal gespannt. Weil ich meine, bis jetzt zeigt die Nadel wirklich genau Richtung unser Haus. Vielleicht haben wir unser Haus doch bei Koordinate 00 hingebaut. Das würde mich aber echt wundern, weil ich bin mir sicher, dass wir damals ein Stück gelaufen sind, bevor wir da uns niedergelassen haben, ne? Könnte ich echt schwören. So, und hier kommen wir schon wieder in unser Eisgebiet. Das heißt, wir sind also wieder fast zu Hause. So, weiter machen wir mal in der nächsten Folge. Bevor wir die Folge wieder ewig zu lang werden lassen hier. Von daher, bis dann.